Seit dem späten Mittelalter gibt es schriftliche Aufzeichnungen über ein Wandervolk in Europa. Ende des 18. Jahrhunderts tauchen die ersten genauen Hinweise auf die eigene Sprache und Kultur dieser Nomadengruppen auf. Von Spanien bis in den Balkan sind sie über den ganzen europäischen Kontinent verbreitet. Gemeinsam ist ihnen die Sprache, Romanes, die ihre Wurzeln in zentralindischen Sprachen hat. Heute leben noch ca. 8 Millionen Mitglieder der Roma-Völker in ganz Europa. Im Wiener Romano-Centro versucht man, die Kultur der Roma-Völker zu fördern. Rabir Peric-Jaza ist Romanes-Sprachlehrerin an zwei Wiener Schulen und Mitarbeiterin im Verein. Sie wurde in Mazedonien geboren und sieht sich stolz als moderne Nomadin in alter Tradition. Wir haben schon bei Tito-Zeit, 90er Jahre, wir wissen mal, was passiert. Und habe ich gemeint, besser, wenn ich reise ab mit meinem Sohn. Ich habe hier mit meinem Sohn, wir zwei hier in Wien gekommen. Für mich ist beide Länder, Heimat ist mir Skopje. Wenn ich sehe, die Situation in Mazedonien, wie ist, welche Roma, großer Unterschied. Sie kann sie in die Straße sehen, die Kinder in Winterzeit, ohne Schuhe, ohne Winterjacke. Die armen Kinder, sie beten, sie suchen im Müll. Wieso muss das nur die Roma im Müll suchen? Wir kriegen genug Geld von EU. Wo ist das Geld für die Roma? Sowieso zu unseren armen Leuten gehen sie und Müll, diese Plastikflaschen, alle Müll, die Kartonschachtel auch sammeln. Die Gruppe der Roma gehört zur ärmsten Bevölkerungsschicht im Land. Und sie erhält kaum soziale Unterstützung vom Staat. Deswegen sind viele Roma darauf angewiesen, aus dem Müll Plastik, Glas und andere Materialien zu sammeln und zu trennen. Der Müll wird in seine recycelbaren Bestandteile zerlegt und an große Deponien weiterverkauft. Die Roma leben vom Plastik und sie leben im Plastik. Ohne Müll gibt es kaum vernünftige Arbeit. Ich habe 28 Jahre, ich arbeite irgendwo nicht. Und ich habe Schule, ich habe Berufsschule und nichts. Ich kriege keine Arbeit, ich kriege nichts. Ich kriege nur Sozialamt um 40 Euro. Was soll ich machen? Mit 5 Kindern? Ich, meine Frau. Neben der Arbeitslosigkeit ist die ständige Benachteiligung das größte Problem in Stuttgart. Zur Aufbauhilfe und zur weiteren Demokratisierung erhält Mazedonien zwar von der Europäischen Union hunderte Millionen Euro an Hilfsgeldern. Die Roma selbst erhalten aber nur einen Bruchteil dieser Gelder. Soziale Gerechtigkeit gibt es kaum. Die Geld kommt nicht zum direkten Roma. Sie kommen zu den Gadgets und die Politiker. Die Politiker macht das, was sie will. So gibt er einen Teil für die Roma, ganz weniger. Sie kümmern nicht auf die Roma, nur sie braucht das, wenn sie zur Wahl. Wenn es Wahl zum Wahlen ihm, dass er braucht das seine Stimme. Aber für die Roma, wenn er lebt, er kann ihm interessiert. Niemand interessiert. Seit dem Ende des Krieges in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien gibt es ständig Konflikte zwischen der christlich-orthodoxen, altbulgarischsprachigen Mehrheit und der albanischsprachigen muslimischen Minderheit. Die Roma, ursprünglich Christen, konvertieren mehr und mehr zum Islam. In Stuttgart ist viel muslimisch, aber Derwisch ist was anderes. Albaner, die sind auch Muslim, aber die sind nicht Derwische, wie uns, wie romische Roma. Und darum haben wir Probleme mit ihm, mit Albaner. Früher war nicht zu viel Derwische. Jetzt ist Leute ist mehr als Derwische. Christlich ist nicht mehr zu viel. 10, 20 Leute. Und wir beten uns von wegen Gott. Wir singen wegen Gott. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Sogenannten tanzenden Derwische singen, um Gott zu preisen und um sich in eine spirituelle Trance zu versetzen. Es handelt sich dabei um eine liberale und mystische Schule des Islam, die auch Frauen den Zutritt in die Gebetshäuser erlaubt.
Völker in ganz Europa werden vor allem durch ihre Traditionen vereint. Hochzeit, auch Tradition von meinem Mann, sein Sohn. Wir sind stolz auf die Hochzeit für die Braut. Frau, wir kaufen so viele Geschenke, wir kaufen ein schönes Kleid. Für uns ist dieser ein Traumtag. Wir wollen mal schöne Häuser, wir wollen mal alles so gut, aber Hochzeit ist für uns der Beste. Die Hochzeit ist eines der wichtigsten Feste der Roma-Völker. Man lädt die ganze Nachbarschaft ein und will niemanden die Armut spüren lassen. Manche arbeiten ihr ganzes Leben lang, nur um einmal eine Hochzeit finanzieren zu können. Darüber hinaus gibt es wenig Luxus im Leben der Roma. Wir wollen nicht verlieren unsere Kultur. Wir wollen mal in Offizier zusammen tanzen, Musik. Wenn wir Roma, wenn es uns traurig bist du oder so, die Musik machst, gibt Kraft für uns Musik. Wir sind stärker mit Musik. Wenn wir singen und tanzen, wir vergessen alles. Dass die Musik für uns, für mich, für Roma ist Kraft. Roma-Völker sind bekannt für ihre Musik. Dass in ganz Europa am 8. April der internationale Roma-Tag mit großen Konzerten gefeiert wird, wissen aber nur wenige. Sutka ist die größte Roma-Gemeinde Europas. Mehr als 15.000 Roma leben hier und es gibt 3 eigene Schulen. Trotz der besser werdenden Bildungssituation gibt es aber kaum Gelegenheit, das Wissen auch beruflich anzuwenden. Es ist 20 Jahre her, als ich in Deutschland war. Ich habe Berufsschule gemacht. Also Holz mit Metallic. Sogar in die Küche war ich. Nähen sogar. Niemand hat mich gelernt, also habe ich das von selbst gelernt, Friseur zu sein. Der Staat kümmert sich nicht um geeignete Wohnungen. Viele wollen deshalb lieber zurück nach Österreich oder Deutschland. Weil die Leute lassen sein Land, wo sie geboren, wegen seinem besseren Leben erwandert. Es ist wurscht, wenn man jetzt früh war mit Wohnwagen. Aber jetzt muss man andere 21. wird mit Bus, mit Flugzeug und so. Sowieso die arme Roma muss sein Land verlassen jetzt. Weil wir haben keine eigene. Das ist das. Obwohl die Roma eine Vertreterin im Europäischen Parlament haben, hat die mazedonische Regierung keine Pläne für einen EU-Beitritt.